Alles, was Rang und Namen hat, zeigt sich beim bald schon traditionellen Dackelrennen in Ludwigsburg, einem jener großen Sportereignisse, die zugleich Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens sind. 80 Athleten sind angereist aus aller Herrchen und Frauchen Länder. Unter den strengen Augen der Dopingkontrolleure bereiten sich die Sportler auf den bevorstehenden Wettkampf vor. Und dann geht es auch schon los. Auf die Dackel, fertig, los! Das erste Rennen ist gestartet. Ein unerbittlicher Kampf, Kopf an Kopf, Dackel gegen Dackel über die Distanz von 50 Metern. Und da, ja, wo läuft er denn? Wo läuft er denn hin? Gebanntes Schweigen beim Publikum. Kein Wunder bei den Quoten der Buchmacher. Und da fällt auch schon die Entscheidung. Ein klarer Favorit und viele Sieger auf der Ludwigsburger Bärenwiese.